Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Ja, dieses Lied passt irgendwie hier zum Sumpf, ne? Die Sumpftristesse. Aber ihr seht schon, wir haben total viele Kürbisse hier schon wieder am Start. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Ich glaube aber, ich werde mir mal einfach eine Kürbisaxt machen. Eine Kürbisaxt, mit der ich nur Kürbisse abhacke, denn meine normale Axt, die ist da viel zu scharf für. Da brauchen wir eher eine andere Axt. Sowas Normales hier. Sowas, ne? Aber natürlich brauche ich auch Stickies dafür. Warte mal. Hier. Sticky, Sticky, Sticky. Machen wir uns gleich. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Am Sonntag diesmal. Damit endet ja immer die Minecraft-Woche. Die Folge ist dann immer ein bisschen länger oder auch sehr viel länger. Wir lassen uns dann mal ein bisschen treiben. So, Fenster müssen hier noch rein, ne? Hatte ich ganz vergessen. Und vielleicht sollten wir da mal gucken, ob ich noch Fenster... Ich habe noch Glas, habe ich noch da. Sehr gut. Dann machen wir doch gleich mal Fenster in die Butze. Da kommen wir mal 16 Stück raus. Das sollte dann noch reichen. Machen wir ganz normale Fenster rein. Natürlich ein bisschen bessere, nicht ganz so billige. Und ihr seht schon, ich habe ein paar Schilder aufgehängt hier. Wo steht was ist. Und Türen habe ich eingebaut. Ganz, ganz wichtig. Zwar sind hier keine Dorfbewohner in der Nähe, sondern nur hier die Familie Nikolaus, die hier den Handel betreibt. Aber naja. Und jetzt ernten wir erstmal Kürbisse ab. Und dann sehen wir mal weiter. Denn so langsam kommt hier echt Spannung in die Bude. Es werden echt immer mehr Pflanzen, die wir abernten können. Wir werden dann gleich nochmal das schöne, sag schon, nicht Kürbis, das andere Ding. Melonen. Melonenbeet nochmal ein bisschen nacharbeiten. Ich habe auch nochmal Karotten abgeerntet und hier muss jetzt endlich mal Wasser rein. Das machen wir jetzt als allererstes. Machen wir jetzt hier mal Wasser rein. Und eigentlich müssten hier auch noch ein paar Brunnen und sowas hin. Da können wir uns ja heute mal... Oh, heute mal rumkümmern. Denn hier das hier, das ist immer ziemlich, schlecht zum Anpflanzen, ne? Die Dinger hier sind auch schon gewachsen. Vielleicht können wir da gleich nochmal ein bisschen mit Knochenmehl nachhelfen. Denn ein bisschen was haben wir ja noch. So, hier kommt Wasser rein. Und hier kommen die Kürbisse weg. Naimo hatte geschrieben, dass wir das noch effizienter machen könnten, wenn wir hier immer zwei freilassen. Pro Kürbisbeet. Das kann gut sein. Ich weiß nicht, ob die dann zu beiden Seiten wachsen oder so. Keine Ahnung. Aber es soll ja nicht effizient sein. Es soll schick sein, ne? Unser ganzes hier. Und das hat der Naimo auch geschrieben in seinen Kommentar. Ja, Kommentar. Und guck mal, wir haben da außen aber auch immer noch so ein Feld gemacht. Das müssen wir natürlich überall anders auch machen. Und schaut mal, wie viele Kürbisse wir hier rauskriegen. Das ist echt der Kracher. Eigentlich reicht das schon aus. Und da oben könnte noch ein Beet dann hin, ne? Ein Kürbisbeet könnten wir hier eigentlich noch hinmachen. Machen wir das doch gleich mal. Da ist schon wieder der nächste gewachsen. Hier machen wir mal weiter. Dann nehmen wir jetzt wieder die zu. Zack, zack. Das sind nämlich hier die letzten Bäume, die hier noch die spawnen müssen. Okay, hier müssen wir uns kurz hochbauen. Und ich habe natürlich keine Erde dabei. Oder wir springen einfach eine Stufe hoch und kloppen es dann weg. Es geht auch. Ja, Sonntag ist mal wieder und ich bin irgendwie ziemlich kaputt. Habe mich trotzdem noch aufgerafft, hier eine Runde Minecraft aufzunehmen. Weil ich einfach Lust drauf hatte. Weil Minecraft einfach immer geht, ne? Rising World ist ein bisschen kürzer gekommen diese Woche. Das werden wir aber auch noch machen. Ich habe da hinten, das habe ich mal weggenommen wieder. Hier diese Tropenbäume. Die habe ich mal wieder abgefällt. Obwohl es ja kein Abfall ist. Haha. So, Freunde. Das kommt mal alles in die Kiste. Und wir machen heute mal einen ganz entspannten Sonntag. Kennt ihr das, wenn man so einen ganz entspannten Sonntag macht? Einfach nur auf dem Sofa rumlümmeln beispielsweise. Guck mal, jetzt haben wir hier schon unseren ersten. So, ne? Und hier kommen dann die Melonenskis rein. Wir haben jetzt keine Melonen so mehr da, dass wir da irgendwie noch was machen könnten. Nee, aber Erde nehmen wir uns auf jeden Fall mal mit. Hier zwei Stacks, würde ich mal sagen. Genau, zwei Stacks Erde und noch eine Kräuterhacke, wollte ich schon sagen. Wie komme ich denn auf Kräuterhacke? Davon eine. Und habe ich eigentlich das andere Eisen schon gebrannt? Ja, habe ich. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, und dann heißt es auch bald Abschied nehmen. Hier von diesem Ort. Denn wir sind eigentlich schon fast hier mit durch. Und wo könnten wir hier einen schicken Brunnen machen? Doch eigentlich hier irgendwo hin, oder? Wenn wir das hier jetzt so angleichen, dass wir sagen, wir nehmen hier die ganze Erde wieder weg. So. Und machen uns hier dann irgendwie so zwei kleine schöne Lager hin. Einfach. Wo wir so ein bisschen was lagern können und wo wir auch eventuell ein wenig
Erde an so einen kleinen Brunnen hinmachen können. Das wäre doch ganz cool, oder? Ja gut, hier den würde ich wieder hinsetzen. So, zack, zack. Und hier kommt natürlich alles noch Rasen hin. Muss ja auch alles ordentlich sein. Hier auf unserer Gemüseplantage. Kraut und Rüben. Das heißt zwar Kraut und Rüben, aber es muss ja nicht aussehen wie Kraut und Rüben. Das muss ja nicht sein. Wir haben ordentlich viel Stein gesammelt. Den können wir dann auch wieder mit nach Hunsgrab nehmen. Das ist eigentlich eine gute Sache, dass wir den wieder mit nach Hunsgrab nehmen können. Denn in Hunsgrab benötigen wir natürlich immer sehr viel Stein. So, das kommt alles weg. Und dann machen wir gleich die Melonenbeete noch. Ich hoffe ja, dass die ersten Melonen da bald sprießen, ne? Ach ja, ich wollte ja noch gucken wegen, ihr wisst schon. So, hier machen wir überall schön Erde rein. Ich wollte ja noch gucken wegen den Wassermelonen, ob wir da noch eventuell noch was haben. So, hier, da kommen, genau, hier machen wir das so. Dann nehmen wir das hier noch weg. Zack, zack. Und wir müssen gleich mal beim Zorn gucken, ob der schon weitergebaut hat. Das interessiert mich momentan brennend, wie das da beim Deichgrafen irgendwie weitergeht. Ob das da vorangeht, weil es halt direkt in der Nachbarschaft ist. Und ich kann nur nochmal sagen, alle Leute vom 3-Elmland-Server, auch die Anni oder die Schoke oder der Dune, ich fordere euch alle auf, ihr könnt alle gerne hier in Moorbrück was bauen. Ihr könnt hier gerne was machen, einfach so, sucht euch einfach eine schöne Ecke aus und dann baut da hier was Schönes. Pass mal auf, wir können doch hier mit, können wir doch, es gibt genug freies Land hier, um noch was zu bauen. In Moorbrück kann frei gebaut werden sozusagen. Natürlich jetzt vielleicht nicht alles mit modernen Gebäuden zu pappen und so, es soll schon ein bisschen hier in die Gegend passen. So, die sind doch schon jetzt soweit fertig. So, der ist fertig. Und guck mal, da ist die erste Melone schon gewachsen, ausgezeichnet. Die können wir gleich mal abkloppen. Zack. Und daraus können wir doch gleich Melonensamen machen. Da haben wir sie. Heute voll die sphärische Musik hier, unglaublich. Und hier passt es nicht, weil hier muss nämlich nur eine ganze Reihe weg. Okay, dann kloppen wir die doch gleich mal weg. Wenn wir gerade mal hier sind, ne, können wir diese Reihe auch gleich mal entfernen. So, jetzt läuft natürlich das Wasser hier raus, ganz klar. Aber das können wir schnell wieder stopfen, das Ganze. Oh wei. Aber da haben wir Glück gehabt, dass das hier nicht auf unser Feld gelaufen ist, ne? Ist ein Block davor tatsächlich stehen geblieben, unglaublich. Haben wir Glück gehabt. Haben wir echt Glück gehabt. Ja, was die Einladung der lieben Honey angeht, das werde ich auf... Also, ja, Honey. Die heißt ja eigentlich, das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Vielleicht kann mir da der Delfino mal weiterhelfen. Die heißt ja Honeyball, ne? So sagt man das, glaube ich. Ihr Kanal heißt aber Honigball, Vollkorn-Honigball. Ist das richtig? Liege ich da richtig oder liege ich da irgendwie falsch? Ich weiß es nicht so genau, ob das so richtig ist. Ich hoffe doch aber ja. Denn wenn ich sie einlade und natürlich dann auch schon ihren Namen falsch ausspreche, dann wird sie natürlich sagen, was ist das denn für einer? Der kennt noch nicht mal meinen Namen und er will mich hier einladen. Spinnt der? Was denkt er denn? Oder so, nein. Ich glaube, die Honey ist eine ganz nette. Ich glaube, das ist eine ganz nette. Ich habe mir ein paar Videos von der noch angeguckt, jetzt extra nochmal aus dem Anlass. Ich will ja auch nicht sagen, hier, ich bin der größte Honey-Fan. Nein, nein, das bin ich nicht. Ich hatte vorher ihren Kanal auch nicht abonniert, bin ich ganz ehrlich. Aber ihr habt euch ja die Honey gewünscht, sozusagen, als, ne, wisst schon. So ist es dann richtig, ne? Oder kommt das dann hier so hin? Ach, hier ist jetzt eine Melone. Ach, guck mal, die ist jetzt nach da gewachsen. Ach, weil sie es konnte. Okay, alles klar. Weil sie es konnte. Und hier muss doch dann im Grunde, genau, hier muss im Grunde Holz hin. Holz, so, ne? So ist richtig. Und hier kommt, genau, und den bauen wir jetzt ab. Zack. Ist wieder einer gewachsen. Und hier machen wir jetzt nochmal ein Feld mit Setzlingen hin. Genau, so wird ein Schuh draus. Und wenn es ein Fu Manchu ist, wisst ihr, kennt ihr ja. So, jetzt machen wir hier nochmal zwei Setzlinge hin. Und das gleiche müssen wir dann hier oben im Grunde machen. Das heißt, wir gehen hier gerade durch. Zack. Dann kloppen wir diese Ecke nochmal raus. Das alles ordentlich zu machen. Ich wollte mir mit dieser Gemüseplantage hier extra Zeit lassen. Das hatte ich mir so vorgenommen. Man muss sich ja auch nicht immer abhetzen. Das muss ja nicht immer sein. Das ist ja nicht immer. Das ganze Leben ist Hetze. Schon, da muss man hier bei Minecraft nicht auch noch rumhetzen. Sondern wir wollen das diesmal richtig schön machen und dann gehen wir erst wieder zurück nach Hunsgrab. Dachte ich mir so. So war der Plan. Und ihr wisst ja, ein Plan ist ein Plan und ist auch ein Plan, genau. Gute Nacht. Geht noch nicht. Gut, dann nehmen wir hier noch die weg. Jo, zack, zack, zack.
und machen hier noch einen raus. So, ne? So war es richtig. Und hier wäre es ja dann so. Beziehungsweise so. Jetzt kann ich auch schlafen. Na, wunderbar. Ich kann ja mal ein anderes Lied machen, weil das nur auch, nur, ist eigentlich auch ganz schön, ne? Mal was anderes. Man muss auch mal was anderes machen. Hey. So, jetzt kommt hier Erde rein. Zack, zack. Und hier oben können wir dann wirklich große Beete hinmachen. Das heißt, hier kommt ja dann nochmal, genau, hier käme ja dann nochmal der hier hin. So, eins, zwei, drei, vier. Und hier eins, zwei, drei, Quatsch. Heieiei, eins, zwei. Ich hoffe, ich habe mir keine Erkältung eingefangen. Meine Stimme ist nämlich so ein bisschen rau und da geht es ja dann immer schon los. Hier, die Ecke muss auch noch weg. Ich hoffe, ich bleib davon verschont dieses Jahr. Muss nicht sein, ich war jetzt so lange nicht mehr krank. Das wollen wir auch so lassen, ne? Also, wenn jetzt demnächst mal irgendwie eine kurze Pause ist oder so, dann wundert euch nicht, ihr lieben Kinderlein. Dann könnte es eine Erkältung sein. Und das reimt sich, und was sich reimt, ist sogar gut. Wartet mal, ich glaube, ich habe hier einen kleinen Fehler drin, ne? Okay. Weil hier werden wir dann einen weiter raus, ne? Wie bei allen anderen Feldern. Ist das Farmi falsch, irgendwas falsch gemacht? Nee, eigentlich nicht, ne? Ist doch eigentlich richtig. Ist es breiter? Ich kann das so schlecht sehen. Dann geht's hier bis ran. Hier bis ran. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. So, ne? Zack, hinfort mit dir. Und da bist ran, alles klar. Und hier dann, gehen wir dann auch noch bis ran. Moment, ich habe so viele Werkzeug in der Hand. Ist unglaublich. Für alle verschiedenen Arten von Bau, alle verschiedenen Bauweisen, verschiedene anderes Werkzeug. So, und hier kommt nämlich dann auch so, so. Und da kommt dann nämlich, genau, alles klar. Da kommt dann Wasser rein. Hier kommt Wasser rein. Und ich würde da unten echt irgendwo gerne einen Brunnen hinbauen. Wollen wir, hier können wir doch auch einen Brunnen hinbauen. Hier wachsen schon wieder die Lianen runter. Ich habe aber keine Schere dabei, deshalb müssen wir die so abkloppen, leider. Aber dafür haben wir auch unsere Lianenzuchtfarm. So. Wir können ja mal ganz kurz rüber lunsen. Irgendwie, doch, da ist ein Fußboden reingekommen, oder? War der vorher schon? Ich glaube, der Zordern ist wieder auf Reisen. Ich muss da unbedingt mal wieder reingucken. Beim Zordern. So, und dann wäre es hier, ne? So, zack, zack. Und hier kommt es dann sowieso durchgehend. Hier hinten kommt dann ein Loch rein. Und jetzt ein schönes Seemannslied. Naja, das passt ja. So, und hier kommt ein Loch rein, wo dann das Wasser reinkommt. Genau. Dann haben wir das auch bewässert. Können wir hier drüben noch machen. Hier auch ein Loch rein. Dann kommt der hier frei. Zack. Und der da hinten kommt frei. Zack. Und dann können wir nämlich die Felder gleich anlegen. Wenn ihr euch wundert, dass heute alles ein bisschen gemächlicher zugeht hier. Heute ist Sonntag. Da lassen wir uns immer ein bisschen Zeit. So ist das bei Minecraft. Hier im 3M-Land. Und guck mal, wie viele Kürbisse schon wieder gewachsen sind. Unglaublich. So, Vorsicht, nichts kaputt trampen. Ich mache jetzt hier mal so einen endlosen Brunnen hin. Hier mal einfach. Nur damit wir nicht ewig laufen müssen. Oder können wir das nicht irgendwie direkt da oben hin machen? Direkt hier irgendwo. Wir könnten noch zum Beispiel hier so einen kleinen endlosen Brunnen hin machen. Wenn wir hier einfach... passt mal auf, Freunde. Lass uns doch mal ein bisschen was ausprobieren. Wenn wir jetzt sagen würden... Wir machen hier, machen wir uns so ein kleines Wasserbecken hin, wisst ihr? Kloppen das einfach hier so ein bisschen raus. So. Dann machen wir beispielsweise den noch weg. Dann hier. Dann so. Okay, passt mal auf, Freunde. Das machen wir jetzt einfach mal, weil wir es können. Warum? Weil wir es können. Wir machen jetzt einfach mal so. Und dann so. Genau. Das hauen wir mal weg.
So. Es ist immer, wenn dann so unterschiedliche Materialien sind, wie zum Beispiel hier dann Erde wieder, dann kommt da wieder normaler Stein. Dann machen wir jetzt hier einfach mal, ich hole gleich nochmal ein bisschen bemoosten Stein. Hier würde ich mir Treppen hinbauen, tatsächlich. Haben wir noch... Ja, natürlich haben wir alles dabei, passt auf. Wir haben alles dabei, was wir brauchen, wenn wir es wollen. Wir machen uns hier mal eine Werkbank. So, und wir nehmen einfach das Dschungelwasser. Wir brauchen gar keinen Brunnen, wir nehmen einfach das Dschungelwasser. Ich mache mal hier die Werkbank hin. So, jetzt machen wir uns nämlich hier Stufen. Zack. 4 Stück an der Zahl. Die kloppen wir jetzt einfach mal, würde ich sagen, hier so hin. So. Und dann machen wir uns hier so ein kleines Gewässer hin, sozusagen. Mit so einem Wasserfall, dachte ich mir, wisst ihr? Also hier im Grunde so ein kleines Becken. So, das füllen wir gleich erstmal auf. Hier machen wir aber noch die Erde raus. Und werden das hier nochmal ein bisschen schick machen. So. Ein Tief nur. Ach so, nach hinten müsste es dann noch ein bisschen breiter werden, das Ganze sogar. Ja, nach hinten müssen wir es sogar noch einen breiter machen. So, damit es auch ein bisschen was darstellt. So. Würde ich sagen einfach mal, ne? Okay, hier hauen wir jetzt einfach mal so einen Stein rein. Oh, ups, das war total falsch. Ja, also wie schon gesagt, mit der Honey, da müssen wir mal gucken. Und Delfino, ich warte auf deine Antwort. Ganz sehnsüchtig. So. Und dann machen wir jetzt hier einen Wasserfall hin, einfach. So einen kleinen nur, ne? Nichts Großartiges. Da oben so einen kleinen Wasserlauf, der aus dem Dschungel kommt. Der Wasserlauf, der aus dem Dschungel kam. Das hieß, wir müssten hier dann noch das ein bisschen wegkloppen. So meinetwegen. Dann nehmen wir hier oben das noch weg. Und dann nehmen wir einfach das Dschungelwasser zum Gießen. Und natürlich kommt da jetzt irgendwo hier oben Kohle raus. Das war klar. Das war so klar. So, jetzt machen wir hier noch eine Stufe drauf. Das sammeln wir alles ein. Zack. Dann machen wir hier zum Beispiel so eine Einerstufe hin. Nehmen hier die Kohle raus. Natürlich, klar. Die können wir nicht hier rumoxidieren lassen. Und diese Flöze sind immer recht groß, aber das können wir ja wieder mit Erde so ein bisschen zustopfen. Nehmen wir ruhig Erde. Hunsgrab muss sparen. Ja, das wisst ihr ja. Hunsgrab muss sparen. Ja, in letzter Zeit habe ich immer sehr spät erst auf die Kommentare geantwortet. Da dürft ihr mir nicht böse sein. Das ging leider nicht früher, weil ich nämlich lange arbeiten musste. Immer so bis 22, 23 Uhr musste ich tatsächlich arbeiten. Und dann kann ich halt mittags oder so, wenn ihr dann das Video geguckt habt, immer nicht so richtig auf eure Kommentare eingehen. Erst sehr viel später dann halt. So, dann machen wir hier noch. Genau, hier machen wir doch das hier. So, dann kloppen wir hier noch raus. Einfach ganz grob rausgekloppt. So, hier noch das hin. Und oben lassen wir es einfach natürlich wachsen lassen. Das ist auch mal wichtig. Das heißt, hier den und dann den hier. Zack. So. Und hier oben kommt das Wasser dann so raus, gesprudelt. So und so. Ja, es soll schon gerade hier rauskommen, würde ich sagen. Hier vielleicht auch unter den Bäumen durch, das ist kein Problem für Wasser. So. Jetzt holen wir uns mal ein bisschen Wasser. Unten von den Feldern. Einfach, weil wir müssen ja diesen Wasserfall, der muss ja schon so ein wenig simuliert werden. Wir könnten den allerdings sogar noch beleuchten, ein wenig. Indem wir zum Beispiel da einen Glowstone reinmachen. So, passt mal auf, was das wird. Ich hole mal einen Glowstone. Einen. Wir sind sehr sparsam geworden in unserem Minecraft-Leben. Das Lied hatten wir, glaube ich, schon mal. Ah ja, besser. Das Quäkelied hatten wir schon. Glowstone war, glaube ich, in der Kiste hier. Genau, 33 Stück. So. Machen wir es einfach mal ein bisschen schick, das Ganze hier. Hier haben wir noch 18 Lianen, die können wir dann auch noch unterbringen, eventuell. Lala. Und sind schon mehr Kürbisse gewachsen? Ja, da sind schon ein paar wieder gewachsen. Die werden wir auch gleich mal abhauen. Die werden wir uns gleich mal holen. Ich packe mal hier diese Hochleistungsaxt beiseite.
Mal sehen, wir werden es bestimmt hinkriegen, obwohl wir gar nicht so viel bauen, als alles wieder vollgemüllt zu kriegen hier bis Feierabend. Dann nehmen wir uns gleich mal ein wenig Wasser mit. Genau. So. Gleich mal ein wenig Wasser. Merkt man das eigentlich, dass ich so ein bisschen ermattet und kaputt bin? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, man merkt das schon. So. Genau, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt machen wir uns hier unten erstmal Wasser rein, damit wir erstmal so einen ewigen Brunnen haben. Ach ja, dieser ewige Brunnen. Guck mal, die Karotten wachsen auch schon wieder. Ah, und seht ihr, das ist nämlich das Blöde bei diesen Dreier-Kreuzbrunnen. Die typischen alten Dreier-Kreuzbrunnen. So, machen wir hier noch ein bisschen was rein und dann müssten wir eigentlich vorne und dann müssten wir eigentlich schon eine endlose Wasserquelle haben. Ich laufe auch schon ganz langsam. Naja. Ja. Das Leben eines Gemüsebauern ist auch schwer. So. Okay, jetzt haben wir hier eine endlose Quelle. Da können wir uns gleich das Wasser rausnehmen. Dann mache ich mal kurz den hier, damit ich hier hochkomme. Und den hier, damit ich hierher komme. Oh, es wird schon wieder dunkel. Okay. Dann machen wir hier einfach die Wasserquelle jetzt hin. Die machen wir gleich noch ein bisschen breiter. Und dann können wir uns hier endlos Wasser rausholen. Richtig, ja. Ich gehe aber erstmal schlafen, glaube ich. Ist nämlich schon wieder dunkel und ich glaube, der Tomcat wollte auch vorbeikommen. Wo war denn mein Bett, um Gottes Willen? Wo ist mein Bett? Habe ich das im Inventar? Da. Oh wei. Schnell pennen. Gucken, ob wir noch allein sind gleich. Oh weh. Gute Nacht. Ah, einen Schluck getrunken habe ich auch gleich noch. Und da unten wechseln. Oh, jetzt hat ein anderes Lied gemacht. Haha. Ich wollte ja was ganz anderes machen. Ja, seht ihr, da ist er nämlich. Der Tomcat ist auch da. Okay, unseren endlosen Brunnen haben wir. Aber ich möchte hier oben ganz gerne eigentlich noch ein bisschen mehr Wasser hinmachen. Hüss. Nämlich hier noch. So. Da wird der Brunnen nicht breiter, aber schöner. Dann können wir uns hier richtig schön Wasser rausholen. Das ist doch klasse. Das gefällt mir gut. Hier auch noch mal ein bisschen so. Zack. Haben wir so einen richtig breiten Wasserlauf, der hier ankommt. Ja, das sieht doch schick aus. Ja, das können wir erstmal so lassen. Und jetzt können wir uns hier nämlich das Wasser holen, was wir brauchen, um die Felder zu gestalten. Nämlich, es muss ja hier ein Wasser hin. Warum ist das jetzt schief? Ist aber stilles Wasser. Ein stilles Wasser, bitte. Nehmen wir uns hier noch was raus. Hierfür. Ach Quatsch, das war falsch rum. Das muss nämlich hier hin. Dann können wir nämlich da gleich Erde hinsetzen. So, da gleich Erde hin. Und hier noch einmal Wasser. Das sollte eigentlich reichen, um das komplette Beet zu bewässern. Würde ich fast sagen. Ja, das sollte reichen. Wir können es ja mal ausprobieren. Dann können wir das nämlich ein bisschen effizienter gestalten hier mit dem Wasser einfach. Brauchen da dann nicht so viel. Dann brauchen wir nämlich nur hier. Hier. So, seht ihr, das ist alles bewässert. Einmal in der Mitte, da ist sowieso Wasser von hier hinten, ne? Ganz klarer Fall. Und hier. Wunderbar. Ah, seht ihr, und hier haben wir nämlich dann kein... Ah, ja, alles klar. Hier müssten wir also noch einen reingehen, oder sehe ich das falsch? Müssen wir hier noch komplett einen rein? Ja, gut. Wenn es so ist, dann ist es so, ne? Dann ist es so. Dann kommt das Wasser dann auch dahin, genau. Das hieß, wir müssen hier auch noch komplett einmal rüber, ne? Naja gut, machen wir das Feld halt einen breiter, ist doch kein Problem. Ha, wir haben ja Zeit heute, das ist ja Sonntag. Und sonntags haben wir Zeit, das sagte ich ja eingangs. Wie eingangs erwähnt. Okay, den noch weg und ihn noch weg. So. Und hier machen wir dann einfach den hier. Zack. Da setzen wir dann gleich noch einen Klotz rein. Ja, ist viel hin und her gepackt gerade, ne? Das gebe ich gerne zu, aber so ist das nun mal. Hier bei mal in der schönen Minecraft-Welt. So, dann hauen wir die Reihe noch gleich weg. Zack. Das ist nämlich alles Stein, der muss da nicht hin. Hier wollen wir ja dann schön Erde überall haben. Wir haben ja genug Erde eingepackt. Also Erde haben wir wirklich reichlich. So, da kommt dann einer hin, ne? Dann kommt, Mist. Da einer hin. So, und dort einer hin. Zur Bewässerung. Okay, holen wir uns mal Wasser. Hier müssen wir noch einen Felsen rauskloppen. Alles schön einsammeln, immer nicht vergessen. So, also einmal hier. Einmal hier. Quatsch, da hinten. Zack, auch gleich in Erde. Prömpsel wieder reingesetzt. Und einmal dort.
dort. Also die Felder wollen wir heute mindestens noch fertig kriegen. So lange dauert die Folge. Ganz einfach. Ganz einfache Angelegenheit, Freunde. Kleiner Huster schneidet natürlich hinterher gekonnt raus. Okay, hier kommen die Steine noch weg. Dann hier die Erde noch gleich weggebuddelt, die wir nicht brauchen. So. Und hier kommt das hin. Also haben wir auch schon unseren Brunnen, den wir machen wollten, auch gemacht. Ist doch alles wunderbar. So ist es doch, passt es doch dann auch. Ja, hier sind wir irgendwie ein zu breit, ne? Das gebe ich gerne zu. aber egal. Ist jetzt egal. Da rege ich mich jetzt nicht drüber auf. So. Da gehen wir nämlich dann einfach so dran hier. Das stört ja keinen großen Geist, oder? So, zack. Nö, das stört keinen großen Geist. Haben wir denn hier irgendwo was falsch gemacht? Nö, eigentlich nicht, von der Aufteilung nicht. Nein, es stört mich wirklich nicht. Nein, nein. Hier unten kommt noch ein Erde rein. Ach nee, da kommt ja dann auch Wasser rein. Okay, alles klar. Das heißt, wir pöpeln das alles nochmal weg. Und hier können wir gleich was Spezielles machen dann auch. Die beiden nochmal weg. Zack. Ja, es läuft jetzt alles hier wild zusammen. Ist aber nicht so schlimm. Wir nehmen uns einfach hier das Wasser wieder raus. Wir nehmen uns hier das Wasser wieder raus. Und setzen das jetzt ganz einfach dorthin. Mal sehen, ob wir die Felder gleich bewässert lassen können. So auf die Art und Weise. Dann nehmen wir hier das Wasser raus. Und setzen es mal dorthin. Oh, so viele kleine Huster, die kann ich gar nicht alle rausschneiden. Also es ist wohl Fakt, dass ich da so ein bisschen mehr einen beigebogen habe. Mal gucken, wie es wird in der nächsten Woche. Das Wasser nehmen wir noch raus und setzen es hier hin. Hier hin. So, zack. Dann können wir hier noch Plantagen machen. So, und haben dann aber alles, dürfte alles jetzt bewässert sein. Dann kann hier nämlich noch Beet hin, hier ein Beet hin. Und hier Beet hin. Genau, alles klar. Und dort auch. Ist jetzt hier kein Wasser drin? Doch, da ist doch Wasser drin, Freunde. Da braucht ihr euch gar nicht beschweren, hier, ihr Beete. Und hier wieder zuwachsen. So. Da ist doch bewässert jetzt von da, ne? 1, 2, 3, das müsste bewässert sein. Ja, alles gut, eigentlich. So, und da können wir jetzt ja gleich, da kommen ja auch wieder Melonensamen hin. Können wir eigentlich gleich Melonen anpflanzen, ne? Wir haben ja noch welche dabei. Wir können hier auch nochmal Melonensamen rausmachen. Machen wir das gleich. Ja, den Eimer an die Seite gepackt, den ich gleich wieder brauche. Und eigentlich haben wir doch immer außen angefangen. Das heißt, das wäre ja hier falsch im Endeffekt. Was ich hier gemacht habe. Wir haben außen angefangen. Hier. So. Das heißt, hier käme dann ein Samen hin. Dann kämen hier Samen hin. Das heißt, das hier, wenn man drauf springt, wird das wieder normal. Das ist ganz witzig. seht ihr das? Wenn ich jetzt hier springe. Upsi. Dann sollte das wieder normal werden. Aber es wird auch normal, wenn da... Ach naja, gut, es wächst ja so nichts drauf. So, auch wieder normal, wunderbar. Dann könnten wir hier gleich noch... Zack, zack, zack. Hier springen wir wieder drauf rum. Itzi, itzi, itzi. Ups. Und da auch noch. Zack. Sehr gut. Können wir hier nämlich wieder schön Samen hinmachen. Dann hätten wir hier eine Reihe. Aber wir hatten doch immer in der Mitte eine Reihe. Das ist doch falsch. Ach, wir sind hier ein weiter zusammengegangen, oder was? Mhm. Weil wir hatten immer in der Mitte eine Reihe. Hier so, ne? Ja gut, ist ja auch richtig. Moment. Zack, 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 zack. Genau, hier war eine Reihe. Und hier war nämlich nichts. Springen, springen. Da nicht. Da kommt Reihe hin. So, springen. Und hier auch wieder. Hops. Hops. Falsch. Hops. Na, warum will das jetzt nicht jetzt? Okay. Ich mach's komplizierter, als es sein müsste. Hier kommen auch noch Melonen hin. Melonen, ja, ist richtig. Dann kommt hier überall Gras drüber. Ach, ich kann hier nicht springen. Ach so. Hier haben wir noch die Ecke noch nicht weggedonnert. Die knallen wir natürlich auch noch weg. So, das muss auch alles noch weg hier so ein bisschen. Gut, das passen wir alles noch an.
So, dann kämen wir hier wieder ein Feld hin. Hier müssen wir wieder rumspringen. Um hier die Erde wieder zurück zu verwandeln. Aber das wird sich sowieso mit der Zeit ergeben, wenn wir dann hier immer rüberlatschen. So, alles klar. Dann hier wieder eine Reihe. Und die Samen eingesetzt. Und hier kämen wir dann auch wieder... So, alles klar. Und Samen hin. Gut, hier würde jetzt nichts wachsen. Da habe ich irgendwie, habe ich hier hinten raus Käse gebaut, ne? Guck mal, hier habe ich doch mit 2 angefangen. Hier habe ich auch 2. Hier habe ich auch 2. Und hier ist dann nur einer. Ah, weil die ganze Reihe ist ein bisschen krepelig. Alles klar. Nee, ist alles ist gut. Alles ist gut. Das Bett nehmen wir mal wieder weg. Und die Werkbank können wir nämlich gleich die nächste Etage machen. Moment. Werkbank weg. Nächste Etage machen. Und nicht vergessen hier schön die Melonen abernten. So, die nehmen wir gleich mit. Dann können wir gleich wieder neu wachsen. Und seht ihr, dann ploppt nämlich auch das Gras weg, wenn wir hier uns bewegen. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Reihe. Da müssten wir jetzt ja ganz einfach, das müsste jetzt ja einfach gehen. Hier einen hin, ne? Ein. Dann hatten wir hier einen. Ich hoffe, das reicht, um das alles zu bewässern. Das alles zu bewässern. Okay. Wir probieren es einfach mal aus. Passt mal auf, wir probieren es einfach aus. Probieren geht über Studieren. Und was essen darf man nicht vergessen. Ach so, ich hatte ja die Geschichte erzählt von dem Gemüsebauern in Emeraldien. Und die hat euch sehr gut gefallen. Da habt ihr zumindest 1, 2 Leute von euch haben das geschrieben. Und ja, da dachte ich mir nämlich, ganz exklusiv, explodiert sozusagen. Du kommst mal weg. Zack, dann kommst du hier hin. Und so. Da dachte ich mir nämlich, wenn euch das so gut gefallen hat, es gibt nämlich seit der Zeit, da damals das geschehen ist, gibt es nämlich extra sogar jetzt einen Feiertag in Emeraldien für diese Familie, ein Fest sozusagen, ein Fest, ein Gemüsefest. Und das, dieses Gemüsefest besagt, dass nur an besagter Zeit nur Gemüse gegessen werden darf. Und das ist immer die Zeit um den November rum. Und deshalb würde ich sagen, halten wir uns doch einfach mal an diese Tradition. Wir werden im November hier in Hundsgrab dann auch nur Gemüse essen. Das heißt, ab 1. November gibt es dann nur Gemüse in Hundsgrab. Also Karotten, Kartoffeln, hier Backkartoffeln und sowas. Da werden wir kein Fleisch essen, sondern nur Gemüse im November. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sich vielleicht der eine oder der andere... Hier kommt dann wieder eine Reihe hin. Aber das ist doch auch wieder falsch. Hier kommt doch eine Reihe hin, ne? Das haben wir doch unten auch so. Eine Reihe. Eine Reihe, eine Reihe. So, dann da eine Reihe. Ach, hier außen haben wir es... Ach so, hier außen haben wir es ganz gelassen dann im Endeffekt mit der Reihe. Und haben hier nur... Ach so, ja, okay, alles klar. Du kommst nochmal weg und du kommst nochmal weg. Und hier kommt die Reihe hin. Ups, schon wieder falsch gemacht. Ja, das ist halt, wenn man abgespannt nach Hause kommt und dann noch Minecraft aufnehmen will. Das geht nicht immer gut. Also kommt hier wieder normales Gras hin oder wir müssen hier ein bisschen rumspringen. Und ich hatte ja gesagt, die Folge geht so lange, wie ich brauche, um hier das Gemüse anzupflanzen. Es geht also etwas länger, wie ihr gerade vielleicht schon bemerkt habt, der eine oder andere von euch. Oder auch der andere oder eine. So, das haben wir schon mal. So, hier nochmal springen. Hops. Und hier nochmal springen. Hops. Hops. Oh, hops. Hops. Arg. Hops. Arg. Hops. Hops. Ah, jetzt. Gut, Freunde. Jetzt können wir hier wieder unsere Melonen ansehen. Da haben wir jetzt nur 2. Warum denn nur? Warum haben wir da dann keine? Achso, die kann aber nicht wachsen. Aber der Schönheit halber werden wir die einfach mal ansehen da. Ja, alles klar. Also es ist, weil das da so an der Ecke ist. Naja, gut. Wir haben aber noch mehr Samen. Wir können hier noch Samen rausmachen. So, zack. Genau. Dann käme hier wieder eine Reihe hin. So, ne? Zack, zack, zack. Und hier sowieso, in der Mitte sowieso. Dann hier wieder eine Reihe. Da hinten haben wir noch kein Wasser drin. Das holen wir gleich mal. Nicht vergessen, Wasser nachfassen. So. Schön außen rumgehen, damit wir hier nichts platt trampeln. Hier hinten kommt gleich Wasser rein. Dann käme nämlich hier wieder eine Reihe hin. So.
Und im Grunde dann hier wieder eine Reihe. Aha. Und die haben jetzt das Problem, dass es hierauf nicht wachsen kann. Aber da können wir ja die Holzdinge einfach wegknödeln. Und machen uns hier Erde hin. Weil es hier direkt an der Felsmauer ist. Da geht das nicht anders. Da geht das nicht anders. So. Dann kann das hier auch nochmal wachsen. Der wird dann nicht drüber wachsen wahrscheinlich. Okay, alles klar. Also wie schon gesagt, die Felder sind nicht effizient, aber ich denke mal, sie sehen ganz nett aus. Fackeln brauchen wir gerade nicht. So, alles klar. Einmal hier, einmal hier und einmal dort. So, wunderbar. Dann machen wir hier nochmal dasselbe. Ja, nochmal dasselbe, ist richtig. Das heißt, hier Wasser rein. Zack, wieder zu unserem Brunnen. Gut, dass wir den gemacht haben. Der spart uns viel Geduld. Nochmal Wasser. Das kommt dann ja hier rein, hatten wir gesagt, ne? So, zack. Und dann hier wieder Erde rein. Und schaut mal, wie das hier alles wächst und gedeiht. Ist das nicht schön? Und ich glaube, da hinten ist sogar der Bord schon reif. Den können wir dann gleich auch nochmal auspflanzen. Aber unser ehrendes Ziel ist erstmal hier, das fertig zu kriegen. So, einmal, zweimal, dreimal. Holen wir uns gleich nochmal Wasser. Für hinten, ne? Und dann haben wir nämlich dieses Melonenbeet auch schon komplett. Wunderbar. So, hier auch nochmal Wasser rein. Und hier kommt wahrscheinlich dann schon wieder Erde hin, ne? Nach hinten raus. Aber vielleicht lassen wir es auch einfach so. Mal gucken. Okay, Freunde. Melonensamen. Hierhin, hierhin und hierhin. Und dort und dort und dort. Und dort und dort und dort. Und dann, ich weiß ja auch, was der Nemo damit meinte, als er sagte, man kann die auch zu zwei Seiten wachsen lassen. Hätten wir wirklich machen können. Okay, hier sind nochmal, warten noch Samen auf uns. So. Okay, nehmen wir die nochmal weg. Die können wir hier auch noch anbringen. Habe ich die jetzt nicht eingesammelt? Geht das schon wieder los hier mit der Zauberei im 3M-Land? Oder... Ah ne, doch, sind ja klar. Sind ja erstmal Melonenscheiben. Die machen wir dann zusammen. Alles klar. Alles ist gut. So, dann kommt nämlich hier noch eine Reihe hin. So, und hier wäre dann die letzte Reihe. Ja. Hier müssten wir eigentlich noch eine Reihe wegnehmen. Sehe ich das falsch oder ist es richtig? Weil wir sind hier mit der letzten Reihe dran, ne? So. Und hier müsste noch eine Reihe Stein weg tatsächlich. Oder wird das Feld dann zu groß? Weil wir haben ja schon 1, 2, 3. Oder hätten wir es hier einen kürzer machen müssen einfach? Es ist hier einen zu lang. Das ist einen zu lang, ne? Weil wir haben hier, guck mal, 2. 1, 2 und dann kommt nämlich hier schon die lange gerade. Ah, okay. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Zum Beispiel, dass du wieder weg musst. Oh, da kamen jetzt aber viele Samen raus. Das erklärt wirklich einiges. Da müsste nämlich hier im Grunde das Wasser hin. So, das Wasser hierher. Und hier müsste nämlich dann schon wieder... müssten da schon wieder Stämme hin. Okay, dann müssen wir das natürlich so machen. Verdammt. Und dann, seht ihr, dann passt das nämlich auch wieder hier von der Größe her. 1, 2, 1, 2, ja, ja, dann passt das auch wieder. Verdammt. Okay, dann kloppe ich hier die Reihe nochmal raus. Machen wir da irgendwie Erde hin oder so. Na gut. Das hieße, du musst dahin. Nehmen wir dich hier mal raus. Und du kommst dann hier hin. Hier kommt dann das Wasser hin. Und hier kommt nämlich dann so. Und so. Und so. Quatsch. Ja, ist eine lange Folge, ne? Wir nehmen schon 39 Minuten auf und es ist immer noch kein Ende abzusehen. Denn wir wollen ja heute hier die Stufenbeete fertig machen. Die wollen wir auf jeden Fall fertig kriegen. Und hier haben wir nämlich dann auch Käse gebaut. Dann können wir das wieder wegnehmen und das wieder wegnehmen. Samen kriegen wir Gott sei Dank, Mojang sei Dank, natürlich, klar. Wieder raus. So, dahin. Dann hier den weg. Und so und so. Und natürlich so. Und hier passt es ja dann. Hier passt es nämlich dann. Ja, hier könnten wir jetzt theoretisch Erde hinmachen. So ein bisschen noch, um das anzugleichen. Man kann da auch Erde hochwachsen. Können uns ja auch hier noch Wege hochmachen, ne? Dass wir hier nochmal so zwei Wege hinmachen.
die dann einfach so mit ansteigen. Wisst ihr, wie ich meine? Dass wir hier nochmal so ein Ding setzen und dann machen wir hier uns hier eine Stufe hin und einen Weg hin. Das machen wir auch dann. Also ihr seht, so eine Gemüsefarm braucht auch viel Geduld. So, hier haben wir jetzt noch 20 Setzlinge. Das hieß er. Hier kommen noch 3 hin. So ist doch jetzt auch schick. So passt es doch alles. Und dann sind wir hier mit dem Beet durch. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite, sind wir auch eigentlich durch. Bis auf die obere Reihe. Die passt ja noch nicht ganz. Die obere Reihe. Und da setzen wir dann ganz einfach hier in der Mitte nochmal. Die Mitte ist ungefähr genau hier. Hier hauen wir nochmal einen Stein, beziehungsweise machen wir hier die Erde raus. Ach nee, haben wir schon. Haben wir schon gemacht gehabt. Alles klar. Gut, nee, wunderbar. Dann können wir hier auch schon ein Beet anlegen. Das ist doch hervorragend. So, so, so und so. Und hier nochmal. Und dann hier vorne nicht. Hier nochmal so ein Einzelbeet hin, ne? Haben wir hinten auch so gemacht. Ja, genau. Hier nochmal so ein Einzelbeet hin. Okay, dann holen wir uns gleich nochmal Kürbisse. Die haben wir hier. Gott, ey, wie viele Kürbisse wir schon geerntet haben. Das ist unglaublich. Da kann Kürbissuppe von... Mögt ihr eigentlich Kürbissuppe? Ich bin nicht überhaupt kein Fan von Kürbissuppe. Irgendwie. Überhaupt von Kürbissen nicht so. Ich finde die total schick. Zum Angucken, so Henry-mäßig. Aber, zum Essen, finde ich, sind die irgendwie ungeeignet. Ich finde, Kürbisse sind eigentlich nur für Halloween geeignet. Und es ist jetzt ja im Oktober. Ach, du Schande, ist ja auch wieder Halloween. Oh Gott, da passiert doch hier in Hunsgrab bestimmt wieder irgendwas Unerwartetes und Schreckliches. Da muss ich schon mal den Zordam benachrichtigen und den Delfino, unsere Hauptmänner, dass die erhöhte Wachsamkeit walten lassen. So. Witzig ist, dass die dann wirklich nur auf Erde wachsen. Wir hatten ja erst Kies verlegt und da sind die überhaupt nicht drauf gewachsen, die Kürbisse. Die wachsen echt nur auf Erde. So, hier nochmal, den nochmal weg. Dann können wir hier nochmal ein paar Samen rausmachen, aber wirklich nur aus einem Kürbis. Da kriegen wir nämlich 4 Samen raus. So, aber ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr, ne? Machen wir mal nochmal 4, so 8 Samen. Da müssen wir die doch einfach eigentlich hier angepflanzt kriegen. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4. Okay, jetzt fehlen uns genau 4 noch. Okay, alles klar. Das passt ja gut. 4. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Dann können auch noch Kürbisse wachsen. Jetzt brauchen wir auch eigentlich das Knochenmehl nicht mehr anwenden. Eigentlich brauchen wir jetzt nicht mehr anwenden. Hier haben wir unsere kleine Wasserversorgung von hier. Das Bett können wir wieder mitnehmen. Und hier sind schon wieder die nächsten Kürbanten gewachsen. Beziehungsweise Melonen. Die können wir auch gleich mal mitnehmen, dann schon mal zur Aus... Achso, können wir jetzt nicht aufnehmen. Na gut. Hier die Samenkörner können wir hier lassen. Es wird schon wieder Nacht. Aber ich schaffe es noch vorher ins Bett zu kommen. So. Man kann da auch, wenn die Pflanzen erstmal gewachsen sind, über die Beete rüberrennen. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. So, Tür zu. Können wir nochmal ein Trittblatt hin machen. Machen wir sofort jetzt. Gute Nacht. Ah, ein neuer Tag. In Moorbrück. Oh, so, und jetzt könnten wir nämlich... Ich möchte aber gerne einen vernünftigen Kürbis da drauf haben auf dem Bild. Deshalb machen wir jetzt... Ah, ne, wir haben ja hier Kürbisse. Das sind Kürbisse? Ja, okay, die kommen ja sowieso hier in die Kiste. Zack. Da haben wir schon fast einen Stack voll. Ist doch wunderbar. Und hier... jetzt nehmen wir mal unsere Behutsamkeit. Hier, die hier. Müssen wir ein bisschen entmüllen auch gleichzeitig. Lololo, entmüll. So, das alles mal ganz kurz weg. So, so und so und so und so. Und dann will ich nämlich eine Melone so abbauen, dass wir die auf das Schild drauf machen können, wisst ihr? Jetzt wächst natürlich gerade keine, ist klar. Warte mal kurz, wächst bestimmt gleich eine. Was können wir noch machen? Wir können hier nochmal Kartoffeln ernten. Die sind nämlich anscheinend auch reif. Ja. Oh ja, da kommen auch ordentlich welche raus. Kartoffeln, die wachsen gar nicht so hoch. Das ist mir schon mal aufgefallen. So, Kartoffeln nochmal ernten. Dann können wir gleich Meterwarzen nochmal ernten. Und neu nachsehen. Ja, ja, ihr seid heute bei allen dabei, weil heute Sonntag ist. Und deshalb könnt ihr überall zusehen, was ich hier mache. Also ihr könnt zusehen, was ich mache.
Bisschen schicker müssten wir es ja eigentlich auch noch machen, die Melonenfarm. Beziehungsweise die Gemüsefarm. Der eine ist uns runtergefallen. Doch nicht. Habe ich eingesaugt mit meinem Körperstaubsauger. Ist sowieso der Beste. Ist besser als ein Dyson, der Körperstaubsauger. Der saugt sogar ganze Kartoffeln auf. Also, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Nächsten Monat ist dann Gemüsezeit in Hundsgrab angesagt. Die Gemüsefeiertage. Da wird dann für jede Woche gibt es ein anderes Gemüse, was gefeiert wird. Und das wird dann auch nur verspeist. Das ist dann auch gleich wie so eine Art, wie sagt man? Nicht Diät, sondern Körperreinigung. Ne? Einfach mal kein Fleisch essen. Cholesterinarm sich ernähren. Das muss ja auch mal sein. So, wir essen ja sonst immer sehr viel Fleisch, beziehungsweise ich esse sehr viel Fleisch hier im Let's Play in Hundsgrab. Und also, ne, in meinen Geschichten, die ich hier so erzähle, aus den Vereinigten Königreichen des 3M-Landes. Und ich hoffe, dass wir dann das nächste Woche hinkriegen mit dem Video für die Honey. Da hatte ich ja aufgerufen, dass ihr einen kurzen Clip aufnehmt. Ne? Entweder ihr bei Minecraft, ne, also wie ihr gerade in Minecraft steht, als eure Figur und dann die gesprochenen Worte dazu. Und ihr sollt einfach sagen, warum die Honey nach Hundsgrab kommen soll. Den Borsch können wir eigentlich auch gleich nochmal abernten. Den, beziehungsweise die rote Beete. Die rote Beete. So. Da müssen wir jetzt eigentlich mehr rauskriegen, als wir angepflanzt haben. Und da müssen wir auch irgendwann hier das rote Beetefeld auch voll haben. Und dann gehen wir in Produktion. Und hier müssten eigentlich noch, ich habe nämlich vorhin gesehen, da sind so ein paar weiße Gorillas aus dem Dschungel gekommen und haben uns hier die, dieses Saat weggefressen. Da müssen, 61, das ist gut. Da müssten wir eigentlich dafür sorgen, dass das nicht passiert. Und das können wir am besten, wenn wir hier Vogelscheuchen aufstellen, ganz klar. Also Gorillascheuchen. Und was verscheucht ein Gorilla? Fragt man sich natürlich jetzt. Was verscheucht ein Gorilla? Wovor haben Gorillas Angst? Vor Mäusen? Ja, Mäuse sind aber nicht so einfach zu machen. Außerdem haben Gorillas Angst vor Mäusen? Vor Spinnen haben Gorillas Angst. Gorillas haben vor Spinnen Angst, genau wie Menschen. Weil Gorillas sind ja Menschenaffen, also haben sie auch vor menschlichen Angst einflößenden Sachen Angst, ganz klar. Ist jetzt mittlerweile mal wieder eine gewachsen? Da hinten, tatsächlich. Na, da hast du aber Glück gehabt, sonst wäre ich aber auch sauer gewesen, okay. Jetzt habe ich die wieder so abgeerntet. Ist da jetzt vielleicht mal eine gewachsen? Sonst wäre ich auch echt sauer geworden. Nein, wir können ja auch die Melonenscheiben hier reinpacken. Ist doch viel besser. Das sieht noch sehr viel meloniger aus. Dann würde ich nämlich sagen, wir machen hier die Melonen hin. Tatsächlich. So, was? Pass mal auf. Kommt hier ein Melonenschild hin. Ja, Katze. Du willst Mäuse jagen, ne? Gorillas? Okay, aber wir müssen trotzdem noch ein paar Gorilla-Fallen aufstellen. Beziehungsweise Gorilla-Schrecker. Komm her, ich lass dich mal laufen. Aber weh, du machst mir das Gemüse wieder kaputt. Dann ist aber was los im Karton. Pilze haben wir jetzt noch nicht ganz so viel. Dann käme ich hier. Da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Oh, haben wir jetzt überhaupt keinen Platz mehr für den Borsch? Hier sind Netherwarzen. Wir haben keinen Platz für den Borsch. Aber wir können ja hier noch eine Kiste machen, wo wir Borsch reinmachen zum Beispiel. Weil wir werden nicht so viel Pilze ernten. Wo habe ich denn die ganzen Kisten? Da. Machen wir einfach hier eine Kiste, wo wir Borsch reinmachen. Kisten kurz weg. Ne, hier passt es irgendwie nicht rein. Hier ist mehr so die Kruskiste. So, zack, die Schilder hin. Das so, 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 so. Dann machen wir hier nämlich dann den, die Borsch-Kiste. Zack. Und dann kommt hier unser, unsere rote Beete rein. So, zack. Zack, zack, rote Beete, sehr gut. Haben wir jetzt noch nicht so viele von, aber wir wollten ja auch noch mehr Netherwarzen haben, ne? Da haben wir nämlich erst 20 Stück von. Und jetzt mal sehen, was wir bei einer vollen Ernte rauskriegen. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Minuten Zeit. Das ist nämlich alles reif hier, die ganzen roten Beete sind reif. Jetzt haben wir ein bisschen was zu tun, die ganzen Netherwarzen sind reif. Da jetzt haben wir ein bisschen was zu tun, Freunde. Die ernten wir jetzt erstmal alle ab. Mal sehen, was eine komplette Ernte so einbringt. Mit Neuanpflanzung natürlich, ganz klar. Okay, Feld 1 ist gleich entleert. Also,
alles einsammeln, ganz wichtig, dann können wir auch gleich wieder neue Netawatzen hinsetzen. Dann sehen wir, was wir dann netto, brutto raus haben. An Netawatzenkram. Ja, also, ich werde nochmal ein extra Video machen, wo ich euch da nochmal auffordere, wegen dem kleinen Clip, den ihr mir einsenden könnt, sollt. Ihr müsst mir da helfen bei der Honey. Das wird nicht so einfach, die zu überzeugen, hier nach Hunsgrab zu kommen. Und deshalb werde ich da so eine Clip machen, also ein Clip-Video machen. Und daraufhin könnt ihr dann nochmal vielleicht extra aufgefordert eure Kurzvideos senden. Der Serlo hatte schon geschrieben, er will mir ein Video senden. Ich hoffe, der Cedric eventuell auch, weil der da auch von erfahren hat. Und alle anderen können ja dann über dieses kurze Infovideo darüber erfahren eventuell. Und können mir dann ihre Videoclips zusenden, die ich dann in die Einladung für die Honey reinschreibe. Wir müssen nur aufpassen, dass es nicht dunkel wird, weil hier drin sieht man nicht, wenn es dunkel wird. Das ist leider so. Weil hier so alles so niederig ist. Total niederig. Alle Warzen weggekloppt. So. Da können wir dann auch schöne Blöcke rausmachen aus den ganzen Netherwarzen. Natürlich müssten, um eine Blockfabrik zu machen, müsste das Feld noch viel größer sein. Aber da habe ich vielleicht schon noch eine andere Idee für eine effiziente Blockfabrik. Die wird dann aber erst in der 1.11 auf uns zukommen. Da kommt nämlich die Konkurrenz dann hier zu dieser kleinen Netherwarzen-Farm, die natürlich hier traditionell Netherwarzen anpflanzt, nicht zum Verspeisen. Sondern, kleiner Huster, ne? Schneide ich hinterher auch wieder raus, ja. Sondern für die Alchemisten und Magier unter euch. Okay, die kommen auch noch alle weg. Nichts vergessen. Ich will echt mal sehen, wie viel wir rauskriegen, wenn wir das hier einmal abernten, wieder anpflanzen. Und wie viel wir da dann brutto raus haben. Netto. So, okay. Das alles noch mit. Die nicht vergessen. Wir dürfen keine vergessen. Das ist ganz wichtig. Achtet mal mit drauf, wenn ich da welche vergessen habe. So, okay. Aber ich glaube, wir sammeln die schon irgendwie alle ein. So ein paar verpieseln sich immer hier in die Ecke. So, zack. Ja, ich hoffe mit Rising World, dass es da in der nächsten Woche dann weitergeht. Ja, liegt ja an mir. Hauptsächlich nicht an euch, ne? Das liegt aber nicht hauptsächlich an mir. Aber ich denke mal, ich krieg das hin. Denn morgen ist Sonntag, also heute ist Sonntag bei euch. Und wenn ich das hier aufnehme, ist morgen Sonntag. Und da werde ich dann genug Zeit haben. Hoffe ich doch mal, nebenbei noch Rising World aufzunehmen. Hoffe ich mal. Damit es da dann auch noch in der Woche weitergeht. Vielleicht werde ich da auch einfach für eine ganze Woche vorproduzieren oder so. Denn mit dem Dungeons, das wird da echt noch, glaube ich, ein bisschen dauern. Das kann gut sein. Okay, die Netherwarzen müssen wir auch mitnehmen. Die haben sich da auch wieder versteckt gehabt. So, dann machen wir das hier auch noch alles voll. Und dann ist es wieder ein schöner, langer Sonntag geworden, ne? Fast eine Stunde. Jetzt machen wir die Stunde auch noch voll. Damit wir endlich mal wieder einen richtig langen Sonntag hingekriegt haben. Und dabei haben wir noch nur an dieser Gemüsefarm hier gearbeitet. Unglaublich. Und viel erzählt, wenig ausgesagt. Das ist doch Minecraft pur. Okay. Die Reihen kommen auch noch alle voll. Dann kann das hier wieder nachwachsen. Natürlich kann sich ja auch jeder mal ein bisschen Netherwarzen holen, wenn jemand welche braucht. Zum Beispiel der Zordern. Für den wäre das ja hier ganz in der Nähe. Oder auch Reisende, ne? Nur halt immer wieder anpflanzen, das wäre schon wichtig, damit das nachwachsen kann. Die wachsen recht fix. Und wir haben, guck mal, wir haben alter Schwede. Das ist nämlich schon ganz effizient hier, was wir hier rauskriegen. Ein Stack, zwei Stacks, drei Stacks, vier, fünf, sechs, sieben Stacks und zwölf. Alter Schwede, das nenne ich mal eine Ernte, oder? Die volle Ernte. Jetzt können wir das hier noch ein bisschen aufteilen, so, damit das ein bisschen schicker ist. So, zack, keine Ahnung. So, zack. Wunderbar. Eigentlich sind wir jetzt durch. Ich gehe auch nochmal schlafen. Aber wir gucken nochmal, was so noch gewachsen ist. Ich trinke nochmal einen Schluck. Fünf Minuten haben wir nämlich noch Zeit. Dann ist die Stunde voll und dann haben wir auch wieder endlich mal eine Stunde Minecraft. Das ist doch cool. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Ja, Pilze, wie schon gesagt, die breiten sich so langsam aus. Da werden wir nicht so viele ernten, aber im Sumpf gibt es ja auch ordentlich Pilze. Da wächst der Borsch, also beziehungsweise, ne, ihr wisst schon. Ah, guck mal, und hier haben wir tatsächlich noch welche vergessen. Ah, wir haben ja noch welche in der Tasche, in der Tasche. So, zack, eine Reihe. Das haben wir jetzt aber auch alles effizient hier angepflanzt. Das kann also alles nochmal wachsen.
Hier wollten wir noch eine Treppe hochmachen, hatten wir gesagt, hattet ihr gesagt, ne? Machen wir das noch? Dann machen wir das doch noch. Schnell eine Treppe hingewuselt. Ich lasse mal die Tür offen. Und da wollte ich unbedingt Platten hinhaben, ne? Also keine Geh mal bitte von der Kiste runter. Weil, guck mal, ich kann die Kiste so nicht aufmachen, wenn die Katze drauf sitzt. Also wäre eigentlich ein super Verschluss für eine Kiste. Geh mal von der Kiste runter, bitte. Danke. Die brauchen wir und die brauchen wir. Danke, jetzt kannst du wieder drauf gehen. Das ist eigentlich ein super Verschluss für eine Kiste, weil nur ich kann, aber jeder kann die Katze runterschieben. Nee, doch nicht, hat sich erledigt. ach so, bist gleich mitgekommen. Naja, gut, warum nicht? Bei mir kann ja jeder machen, was er will, bekanntlich. So, und hier wachsen lustig die Melonen. So, jetzt müssen wir hier wieder einen hochgehen dann auch. Haben wir hier nämlich noch so einen engen Weg. Zack. Hier müssen wir auch wieder hoch, beziehungsweise der muss weg. Dann hier. Und dann können wir hier bis hinten durchgehen. Sogar fast schon. Eigentlich müssten wir dann hier sogar noch einen hoch, aber es wäre albern, ne? Ja, Katze, ist schön hier, ne? Hier wachsen lauter Kürbisse. Da freut man sich dann auch. Und jetzt kann man eigentlich hier arbeiten als Gemüsebauer. Denn wenn die jetzt alle noch hochgewachsen sind, dann können wir hier tatsächlich ohne Ende Kürbisse ernten und alles andere. Wir wollten ja noch einen Spinnen-Abschreckungsmechanismus einbauen bei den Feldern, ne? Das werden wir natürlich heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Da lassen wir was Schönes einfallen und das gibt's dann zur nächsten Folge als Überraschung. In der nächsten Woche geht's dann weiter in Hundsgrab. Da geht's dann weiter in Hundsgrab. Da verlassen wir den. Oh, der ist sofort wieder nachgewachsen, alter Schwede. Schön. Guck mal, da ist auch so ein Kürbisgesicht. Ich freue mich echt, wie die hier wachsen, die Kürbisse. Nicht wahr, Katzi? Da sind wir schon froh. Hier auch. Das wächst auch alles wunderbar. Einwandfrei. Kriegen wir tausende von Melonen für den Strand von Hundsgrab. Alle können wir hier beliefern. Da wachsen schon wieder die Kürbisse. Die Beete sind also masse ausreichend hier. Hier wachsen schon wieder die Lianen runter. Das gefällt mir immer nicht so gut. So. Und das ist alles richtig so. Ja, ja. Das wollten wir so lassen. Genau. Hier können dann auch die Kürbisse wachsen. Alter Schwede. Da haben wir dann echt genug von. Da ist auch schon wieder ein... oh, vorsichtig. Nicht auf die Beete trete. Trete nicht auf die Beete. Wunderbar. Hier müssen wir aufpassen, dass nicht gleich ein Kürbis im Fuß wächst. Eine Melone. Oh, schaut euch das an. Man kommt eigentlich nur zum Ernten. Es ist natürlich effizienter, wenn man wartet, bis alle gewachsen sind und dann alles aberntet. Na, das machen wir jetzt auch. Wir halten uns jetzt hier nicht länger auf. Die Möhren sind auch schon wieder fast alle reif. Also wie schon gesagt, als Gemüsebauer hat man hier einiges zu tun. Aber in der nächsten Woche sind wir hier raus. Ich verabschiede mich gleich. Man könnte ja ganz einfach, wenn wir jetzt sagen, Täte, passt mal auf, haben wir noch? Wir haben noch das hier und das hier. Da könnten wir doch jetzt sagen, wir machen mal den hier und den hier. Zack. Und dann nehmen wir uns eine Melone. Passt mal auf. Da brauchen wir dann wie viel Stück von? 3 Stück, ne? 1, 2, 3. Den Rest packen wir einfach mal hier rein. So. Haben wir unseren ersten 64er Stack Kürbisse voll. Dann packen wir die Melonen. Packen wir einfach mal hier rein. So, bis das hier voll ist. Das kriegen wir jetzt auch schon voll. Wunderbar. Dann können wir jetzt hier schon anfangen zu stacken. Kartoffeln. Ja, die verrottete kommt hier unten hin. Es wird noch etwas dauern, bis wir da dann wirklich alles voll haben. So, zack. Und dann haben wir hier auch schon die ersten vollen Stacks. Wunderbar. Haben wir noch irgendwas geerntet? Die wollen wir behalten, ganz wichtig. Und dann brauchen wir noch Hebel. 8 Stück reichen nicht. Was? 8 Hebel reichen nicht? Ist der irre? Ihr wisst ja nicht, was ich vorhabe. Passt mal auf. Eine Spinne wollte ich ja machen, wisst ihr? Können wir theoretisch auch sowas machen? Ich will mal was ausprobieren. Ich will da mal was ausprobieren. Wenn wir jetzt sagen würden. Achso, Zaun brauchen wir noch, genau, das ist ganz wichtig.
Zaun oder Pfosten. Pfosten wären, glaube ich, noch besser, weil wir da unten auch mit sowas gearbeitet haben. So, zack, passt mal auf. Zack, genau das brauchen wir. Machen wir das hier. Lass es uns versuchen, eine Spinne zu kreieren. Wenn wir jetzt sagen würden, wir packen hier in die Mitte erstmal so einen Bemoosten rein. Dann sagen wir, machen wir hier so ein Ding hin. Dann so. Wo die Spinne dann drauf kommt. Fullspinne. Wir können uns ja hier ruhig mal Erde hinstellen. Haben wir gerade nicht dabei. Na super. Wenn ich jetzt hier hochspringe, ist aber auch käsig. Ich weiß auch, aus was wir den Spinnenleib machen. Passt mal auf. Wenn wir jetzt sagen würden, wir nehmen jetzt hier die Pilze, da haben wir noch von den roten, ne? Genau, und dann nehmen wir uns ein bisschen Erde mit. Haben wir hier überall. So, zack. Zack und zack. Jetzt machen wir Folgendes. Wir haben ja gesagt, Spinnen werden Gorillas verjagen, ne? Hattet ihr ja gesagt. Machen wir hier nämlich einen so hin. Zum Hochstecken. Jetzt machen wir den Körper der Spinne. Den Spinnenkörper. Wie sieht denn ein Spinnenkörper aus? Hier kommen jetzt ganz viele Beine theoretisch dran, ne? Das wäre der Spinnenkörper. Wie kriege ich das in die Mitte? So wäre ja blöd, ne? So wäre es ja... Oh, ah, Mist, die Kack. Genau das wollte ich vermeiden. Ne, so wäre der Spinnenkörper. Denn der wäre da weg. Und dann kommt hier oben nämlich der Spinnenkopf dann dran. Spinnenkopf. Ja, es ist etwas Kreatives, was wir hier bauen. Spinnenkopf kommt dann da dran. Müssen wir uns hier kurz hochstecken. Dann hier rüber. Damit wir da vernünftig rankommen. So. Hier kommt jetzt der Spinnenkopf drauf. Der ist natürlich ein Kürbiskopf. Das verraten wir aber nicht. Das können die Gorillas auch nicht erkennen. So, ne? Dann nehmen wir das wieder weg. Und das hier. Das. Und das. Und das. So, hier können wir jetzt wieder was anpflanzen. Das ist ja kein Problem. Damit da wieder neue rote Beete nachwachsen. Rote Beete-Samen, da haben wir sie schon. Alles ist gut. So, das wird auch gleich wieder fruchtbare Erde. So, und jetzt kommt nämlich das hier weg. Und dann machen wir Folgendes. Wir machen jetzt die Beine dran von der Spinne. Die Beine. Spinnenbeine. Ja, ich weiß, Spinnen haben eigentlich mehr Beine. Aber sieht schon so ein bisschen fast spinnenmäßig aus, oder? Ich glaube wohl, ich spinne. Guck mal, sieht doch aus wie eine Spinne, oder? Ist auf jeden Fall eine schöne Vogelscheuche. So. Eine schöne Vogelscheuche und hier hinten der Stachel dran, ne? Ganz klar. So, hinten der Stachel dran. Schon haben wir eine Spinnenvogelscheuche für unser Beet, die auch noch Richtung, ihr wisst schon, Richtung Dschungelstart. Das heißt, die kommen dann hier, die Gorillas, ne? Hier, der Gorilla kommt aus dem Dschungel. Ich bin der Gorilla. Oh, eine Spinne, verdammt. Und dann rennt er hier hoch und schnell wieder weg. Hier die Lianen hoch und ab in den Dschungel. Und dann irgendwann hängen sie da oben in den Bäumen rum. Da ist einer. Na, oder kommt von hier. Oh nee, da ist eine Spinne, da auf das Feld gehe ich nicht. Pfui, Spinne. Autsch, so wird auch diese Folge heißen. Gut, Freunde. Damit sind wir eigentlich fertig. Ich baue jetzt da auch überall noch solche Spinnen-Melonen-Dingsbums-Dinger hin. Zur Abwehr der Gorillas. Hier muss überall noch Holz unter. Aber die Folge ist um. Das ist ziemlich dumm. Die Stunde vorbei. Oh wei, oh wei. Und ich sage, ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und ein schönes Restwochenende. In der nächsten Woche geht es dann weiter in Hunsgrab, Althunsgrab, mit der Straße für die Handwerker. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was wir uns da alles wieder so für Dünniken einfallen. Und bis dahin sage ich, ich habe die Katze ausgesperrt. Bis dahin sage ich, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen.